Ihr wisst nicht, welche der neu vorgestellten High-End-Grafikkarten wie eine 4070 Ti oder RX 7900 XT die richtige für euch ist? Im heutigen Video gebe ich meine Kaufberatung zu den ganzen neuen Karten, in welchem Preisbereich sich welche Karte lohnt, welche sich vielleicht nicht so lohnt und worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch so eine Karte kauft. Außerdem zeige ich, welche Karten wir da haben. Das heißt, wenn ihr euch bei uns einen fertigen PC mit solch einer Karte kaufen möchtet, welche Custom Designs, welche Modelle haben wir da, was bekommt ihr da verbaut und warum haben wir uns dafür entschieden? Seid gespannt! Hallo und herzlich willkommen bei Krotus Computer. Im heutigen Video möchte ich mal die ganzen neu vorgestellten Karten etwas beleuchten, auf den Preis eingehen, auf die Leistung eingehen, ob die Karten Sinn machen für den Preis oder nicht. Da wird ja auch immer viel spekuliert. Ist die Karte vielleicht zu teuer? Ist sie nicht zu teuer? Welche sollte ich lieber gehen? Welche Modelle, welche Custom Designs sind gut, welche eher nicht? Gerade bei AMD ist das ein Thema. Das Ganze will ich heute hier im Video beleuchten. Deswegen schreibt gerne mal eure Meinung unten rein. Welche von den neuen Karten möchtet ihr euch kaufen? Habt ihr euch vielleicht schon gekauft oder würdet ihr euch kaufen, wenn ihr das Geld dafür habt? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, eure Meinung zu den ganzen Karten und wen ihr da so als Favoriten seht zu hören. Also schreibt es gerne unten rein. Ich lese mir alle Kommentare durch und antworte auch drauf. Genau, starten wir auf jeden Fall direkt mal rein. Mit der neuesten Karte und gleichzeitig auch der schwächsten Karte. Das ist die 4070 Ti. Ich hole sie mal ein bisschen hier rüber. So, 4090 kann man hier zur Seite gehen. 4070 Ti. Zack, das ist die Karte. Um die soll es jetzt mal zuerst gehen. Ich schiebe mal die anderen Karten so ein bisschen zur Seite hier. Machen wir uns mal ein bisschen Platz. Also, die erste Karte soll die 4070 Ti sein. Das ist diese hier. Das ist die neueste Karte, kann man sagen. Also, die wurde erst diese Woche vorgestellt. Und wie ihr seht, wir haben Ware. Das heißt, wir haben direkt zum Launch was bekommen. Und wir haben auch PCs damit auf unserer Webseite direkt zum Launch gehabt. Da sind natürlich eher teure PCs, das heißt teure PCs, ich glaube der günstigste liegt so bei 1700, 1800 Euro mit dieser Karte, wo wir einmal mit AMD Basis haben, 5700 XT, einmal mit Intel Basis 12600K und ich glaube auch ein bisschen höher werde ich nochmal so 13600K zum Beispiel oder 7600X AMD. Also schon etwas höherwertig in dem Preisbereich, das heißt, wenn du so einen PC haben wolltest, so 1700, 1800 Euro, müsst ihr dafür schon in die Hand nehmen, damit ihr so eine Karte bekommt. Alle Karten hier sind also eher im höheren Preisbereich, denn diese Karte hat einzeln eine UVP von 899 Euro. Und man musste sagen, jetzt zum Launch gab es auch Karten zu UVP. Zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich jetzt geschaut habe, gibt es noch ein Modell zum UVP. Die anderen Modelle pendeln sich so bei 950 Euro ungefähr ein, da so in der Nähe des UVPs. Aber das war schon halbwegs realistisch. Die Karte hat viel Kritik bekommen, viel Hate bekommen. Wo gesagt wurde, sie ist viel zu teuer dafür, wie kann man für eine 70er-Karte so viel Geld verlangen, die Karte leistet viel zu wenig, 12 GB Videospeicher ist kacke und, und. Es kam sehr viel Hate, wo ich sagen muss, ja, ich kann es natürlich ein bisschen nachvollziehen. Wenn wir jetzt mal schauen, die letzte Generation, die 3070, gut, das ist jetzt eine Ti, aber egal, sagen wir mal 3070, die hatte einen UVP von 499 Euro und hatte die Leistung der Vorgängerkarte der 2080 Ti, die 1250 UVP hatte, irgend sowas in die Richtung, um zwischen 1200 und 1300 Euro UVP hatte. Das heißt, du hast, ich will nicht sagen für ein Drittel des Preises, aber deutlich weniger als die Hälfte des Preises eine Karte bekommen mit der Leistung. Das war natürlich geil und eine 70er-Karte für 500 Euro, damit konnten sich die Leute anfreunden. Jetzt sind wir hier, dass wir eine UVP von 900 oder 899 Euro haben für eine 4070 Ti-Karte. Das ist natürlich viel erstmal. Muss man ganz ehrlich sagen, bin ich voll bei euch. Allerdings muss man auch sehen, die Karte hier hat die Leistung von der alten 3090, die eine UVP von 1500 Euro hatte. Hier haben wir 900 Euro. Also ja, es ist nicht die Hälfte, keine Frage, bin ich bei euch, aber es ist auf jeden Fall günstiger geworden. Und wenn man sie leistungsmäßig einordnet in das Konstrukt der anderen Karten, dann finde ich,
ist sie eigentlich auch in Ordnung, weil wenn wir eine Stufe runtergehen, zum Beispiel eine 3080 oder 6900 XT zum Beispiel, die da drunter liegen, so, jetzt kann man die Preise schlecht sehen, weil Produktion ausgelaufen, Preise sind gestiegen, aber es gab sie lange Zeit für so 800 Euro in letzter, das heißt in letzter, wo die noch produziert wurden, für 800 Euro die Karten. So, die haben aber auch eine ganze Ecke weniger Leistung, muss man sagen. Und hier für 100 Euro mehr, eine ganze Ecke mehr Leistung. Finde ich, ist in Ordnung. So, und wenn wir jetzt nach oben schauen, zu 7900 XT, so, dann liegt diese Karte, kommen wir gleich noch zu, aber auch über 100 Euro mehr dafür. Müsst ihr vierstellig ausgeben. Ja, sie hat 10% mehr Leistung, aber kostet auch 10% mehr. Dementsprechend ist diese Karte hier, was das Pricing angeht, eigentlich vollkommen im Rahmen. Und wir müssen uns leider davon verabschieden, dass wir dieses Pricing haben von, ey, für 500 Euro bekomme ich eine High-End 70er-Karte, mit der ich richtig gut zocken kann. Das wird nicht mehr passieren. Wir haben Preissteigerungen in allen Bereichen. Strom, Essen, Heizkosten. Überall sind die Preissteigerungen da und sie sind auch bei Chips da, sie sind auch bei Grafikkarten da. Und wir werden nicht mehr in diese Bereiche kommen. Wird es nicht mehr geben. Sorry, ist so, wird nicht mehr passieren. Ja, man kann jetzt meckern, oh, das ist viel zu teuer und ich kaufe die nur, wenn die 500 Euro kostet. Die wird aber nicht 500 Euro kosten. Da kann man auch meckern, wie man will. Davon wird sie auch nicht günstiger. So, man muss der Realität leider ins Auge sehen. Ja, ich fände es auch geil, wenn die Karten günstiger wären. Aber ist es halt nicht. Ist halt nicht. Ne? Ist halt einfach nicht. Und in dem aktuellen Preisgefüge ist der Preis für diese Karte meiner Meinung nach okay. Er ist nicht super günstig, aber er ist auch nicht super teuer. Er ist okay. So, was haben wir hier da? Bei der 4070 Ti haben wir die Pellet GameRock da. Das ist eine Karte, die hat hier so ein, ja, ikonisches für GameRock-Muster. Das ist wie so Diamanten, das ist alles RGB beleuchtet. Und dieser Schriftzug an der Seite ist auch RGB beleuchtet. Kann über so eine Pellet-Software gesteuert werden, funktioniert alles. Wir haben hinten eine Metall-Backplate. Wir haben einen großen Kühler, also Triple Slot ist das hier auf jeden Fall, den wir hier dran haben. Die Karte hat natürlich diesen neuen 12 Volt HPWR-Anschluss. Hier haben wir aber keine Adapterprobleme oder sonst irgendwas, weil die Karte ist halt unter Last so. Also sie hat eine TDP von 285 Watt, aber im Gaming seid ihr realistisch, also bei 250 Watt. Was also für die Leistung super ist. Ich meine, 3090 Leistung mit 250 Watt. Ist doch richtig gut, ne? Das ist doch wirklich gut. Und DLSS 3 und solche Features natürlich alles mit dabei. Raytracing an Bord. Das heißt, hier haben wir ein vernünftiges Custom Design, was wir für euch besorgt haben. Und dementsprechend passt das nach. Für wen empfehle ich diese Karte? Es wird auch, wie gesagt, ja, für 4K Gaming ist die scheiße, weil die hat ja nur 12 GB Videospeicher und der ist ja nicht so, der hat ja nur 192 Bit Bandbreite, nicht so eine hohe Bandbreite. Ja, es stimmt, dass in 4K die Leistung der Karte mehr abfällt als andere Karten. Das ist jetzt ein kleiner Unterschied, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, du kannst nicht 4K mit der Karte spielen, da leckt alles super. So ist es jetzt auch nicht. Ja, ich würde sie schon eher für den 1440p WQHD Gamer, der aber gerne 144, 165 Hertz Gaming machen will, empfehlen, als statt den 4K Gamer. Allerdings mehr auch daran, dass die Chip-Leistung für 4K, also wenn ihr jetzt sowas spielt wie CS, aber wer spielt das in 4K, League of Legends, Valorant und so Spiele, die nicht so krasse Anforderungen haben, ist damit auch 4K kein Problem. So, wenn ihr jetzt natürlich das neueste Assassin's Creed oder was auch immer AAA Battlefield Call of Duty Spiel in 4K Ultra zocken willst, dann musst du vielleicht eine teure Karte hin. Das kann die Karte auch, allerdings 60 FPS dann. Also nicht 100 plus FPS. Oder du machst die Settings auf Low. Geht damit, aber wenn du jetzt 4K Ultra und mehr als 60 FPS zocken willst, ist das nicht die richtige Karte für dich. Ansonsten, gute Karte. Find auch unsere PCs damit ganz gut. Kann man bedenkenlos kaufen, wenn man sagt, ich möchte Nvidia haben, ich möchte nicht ganz so viel ausgeben. Also 900 Euro für die Karte oder 1700 für so einen PC. Ist immer noch viel Geld, aber nicht, also wir kommen jetzt zu den anderen Karten, die sind ja nochmals teurer. Also dann würde ich diese Karte hier empfehlen. So, kommen wir zur nächsten Karte. Kommen wir jetzt mal zu AMD. Ich pack die mal wieder
da vorne oder ich packe die hier mal zur Seite. Die haben wir abgefrühstückt, sonst wird hier der ganze Tisch so voll. So, 7900 XT. Preismäßig, dieses MBA, also Made by AMD Design heißt das. Dieses Made by AMD Design hier, das gibt es aktuell schon für so 1000 Euro. Und so Custom Designs, also nicht die AMD Designs, gibt es für so 1030, 1040 Euro. So, diese Karte hier hat 12% mehr Leistung als eine 4070 Ti. Jetzt liegt sie hier unten. 12% mehr Leistung ungefähr. Allerdings, wenn ihr seht, 900 Euro zu so 1000 bis 1030, 1040 Euro, wenn ihr ein Custom Design haben möchtet, dann sind das auch um die 12% mehr Euros. Dementsprechend kann man sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis von beiden Karten ist eigentlich recht ähnlich, weil ihr bezahlt 100 bis 140 Euro, je nachdem, was ihr haben wollt, mehr Geld und bekommt dafür aber auch 12% mehr Leistung. Das passt, das ist in Ordnung, ne? Ungefähr 12% mehr Geld, 12% mehr Leistung, ist okay, ist okay. Preis-Leistungsmäßig ist sie also genauso gut oder schlecht, wie ihr das sehen möchtet, wie die 4070 Ti. So, wir haben hier 20 GB Speicher. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man in 4K spielen will. Und mit nochmal 10% mehr Leistung kommt man natürlich in eine Richtung, wo man sagen kann, ja, das ist schon eher 4K-tauglich. Was man natürlich sehen muss, bei Nvidia habe ich den Vorteil bei den Karten mit DLSS und so weiter, wenn das Spiel das unterstützt. Hier habe ich AMD Super Resolution, also FSR. Ja, ist nicht ganz so gut wie DLSS, muss man das sagen. Unterstützen auch nicht alle Spiele, aber ist auch ein bisschen was ich hier habe. Was man sagen muss, diese Karten hier sind deutlich stromhungriger. Hier sind wir bei 300 Watt plus bei den Karten. Das heißt, energieeffizient, da ist Nvidia aktuell auf jeden Fall, Freunde. Das heißt, diese Karten, die AMD-Karten, sowohl die XT als auch die XTX, verbrauchen beide deutlich mehr Strom als ihre Nvidia-Pendants. Das heißt, wenn ihr Strom sparen wollt, dann geht es zu Nvidia. Ne? Dann sind das nicht die richtigen Karten für euch. Genau, wie gesagt, Vorteil-Mir-Technologien, das habe ich hier natürlich nicht. Was man hier sagen muss, also das hier ist, wie gesagt, dieses AMD-Design. So, da muss man sagen, da gab es ja jetzt das Problem, dass anscheinend AMD irgendein Produktionsfehler in der Kühlung von der Karte hier hat, also besonders die XTX, die ohne XT ist nicht so ganz stark betroffen, aber kann auch betroffen sein, dass wenn man die Karte dreht, ne, also wenn man jetzt einbaut und dreht es so ein bisschen, ne, dass dann die Temperaturen eben extrem hoch sind. Und auch je nachdem, ob ihr die Kamera so normal im PC verbaut oder vielleicht vertikal oder sowas, dass es dann teilweise sein kann, dass diese Karten auf 110 Grad Hotspot-Temperatur gehen, also überhitzen und sich runtertacken müssen, was definitiv nicht gut ist. Diese Karte hier haben wir getestet, die hat das zum Glück nicht. Deswegen kann ich die auch bedenkenlos verbauen. Es wird bei uns, also das ist die letzte Karte, also wenn ihr unser Video zum Launch gesehen habt, da wir keine AMD-Partner sind, haben wir keine Karten zum Launch bekommen. Diese habe ich ganz normal im Handel erworben und kann dazu sagen, dass ich die getestet habe. Das ist die letzte Karte davon, die hat dieses Problem nicht. Das heißt, die kann ich bedenkenlos verbauen, dann ist der Kühler in Ordnung. Aber wir werden danach nur noch Custom Designs kaufen. Das heißt, wenn ihr eine 7900er Karte bekommt, kauft bei uns, ihr bekommt immer ein Custom Design. Immer. Immer. Ich kann euch nicht garantieren, welches, aber es wird ein Custom Design sein. Es wird nie das AMD Design sein. Das garantiere ich euch, das wird nicht passieren. Weil ich möchte, also ich habe nicht die Manpower, jede Karte einzeln zu testen und dann die Karten, die scheiße sind und das Problem haben, zurückzuschicken. Ne? Das kann ich einfach nicht machen und ich möchte euch nicht einfach irgendeine Karte einbauen und ihr habt das Problem. Sollte AMD das irgendwann hinbekommen haben und sagen, ey, jetzt alle Chargen, die kommen, haben eine neue Vapor Chamber drauf, einen neuen Kühler, der hat das nicht mehr und die Tests bestätigen das, dann verbauen wir auch gerne wieder dieses Design, weil ich finde, das ist optisch, also sagt gerne mal eure Meinung, ich finde, das ist optisch schön, ich finde die Karte schön optisch, kann man absolut nichts zu sagen, ich finde die optisch schön, der Kühler ist, wenn er funktioniert, an sich auch in Ordnung, kann man auch nichts zu sagen. Und dementsprechend finde ich das Ding eigentlich gut, wäre da halt nicht eben dieses Vapor Chamber Kühler Problem. Die hat das nicht, ohne Probleme, danach nur Custom Designs. So, für wen empfehle ich also diese Karte? Diese Karte empfehle ich für Leute, die entweder sagen, ich bin mehr so Team AMD, ne? Ich will das Schnellste von AMD haben, gar kein Problem. Oder für den, der sagt, okay,
ich möchte ein bisschen mehr Leistung als so eine 4070 Ti haben. So, möchte preislich trotzdem noch in einem Rahmen bleiben. Ja, auch so um 1000 Euro für die Karte ist immer noch teuer, aber es geht noch. Preis-Leistungs-Verhältnis wäre in Ordnung. Wenn wir gleich gucken, sehen wir, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis schlechter wird. Das heißt, diese Karte und die 4070 Ti sind von denen noch die Karten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer da also sagt, okay, Preis-Leistungs-Verhältnis, okay, passt mir am besten, der kann hier zugreifen. Bei der Karte, wer lieber AMD mag, habe ich dann keine Bedenken, diese Karte zu empfehlen. Hier, wie gesagt, 1440p, 145 Hertz, kein Problem. Und hiermit kann man auch 4K-Gaming schon ganz gut einsteigen, wegen 20 GB Speicher, bisschen bessere Anbindung, bisschen mehr Leistung. Da ist auch 4K-Gaming ganz gut. So, packen wir die mal zur Seite und kommen zur nächsten Karte. So, die nächste Karte im Bunde, das ist die 4080. So, nehmen wir die mal. So, 4090 vorne hin, das ist die 4080. So, diese hier haben wir ein Custom Zen von Manli Galado. Ich finde, das ist ein relativ besonderes Design. Also, Manli kennt man jetzt nicht unbedingt, sind eher in Asien aktiv, heißt aber nicht, dass sie schlecht sind. Die machen halt nicht so viel Werbung. Allerdings, wenn ihr euch den Kühler hier anschaut, also das ist ein massiver Triple-Slot-Kühler. Die Karte ist so. Die ist sogar länger, ja, minimal länger als die 4090 von MSI hier. Also, das ist kein kleiner Kühler. Der hat hier drei fette Ventilatoren dabei. Ich finde dieses Design mit diesem so grün eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Wir haben hier Beleuchtung, kann man hier auch ausschalten über einen Knopf. Was das Coole ist, hier an der Seite ist so eine Wasserwaage drin. Finde ich, habe ich noch nie gesehen, finde ich aber ganz cool. Er hat so eine Wasserwaage drin, das hier leuchtet auch eben, kann man eben entsprechend umstellen. Also wenn ihr aktuell 4080 bestellt, dann würdet ihr diese hier bekommen. Ihr seht, das ist eine solide Karte, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Wie gesagt, Manli kennt man vielleicht nicht so doll, aber ich hoffe, ihr seht, dass der Kühler hier gut ist und dass das Ding jetzt nicht laut, heiß oder sonst irgendwas wird. Und es hat Beleuchtung und allen Kram dran. Also ich kaufe keine Kackkarten, ne? Also das auf jeden Fall nicht. Galado ist auch das Topmodell immer von Manli. Das ist die. So 4080 liegen aktuell bei so 1350 Euro. Wir haben von der 7900 XT zur 4080 eine Mehrleistung von so 11%. So, gerade hatten wir 12% Mehrleistung für 100, 140 Euro mehr. Diese Karte hier kostet jetzt aber 1350 Euro. Wenn wir mal jetzt grob sagen, eine 7900 XT für 1050 kriegst du auf jeden Fall ein Custom Design. Das heißt, du 300 Euro mehr für 11% Mehrleistung. Von 4070 Ti zu 7900 XT 130 Euro für 12% Mehrleistung. Hier gleiche Mehrleistung, aber 300 Euro, also fast das Dreifache an Aufpreis. Das passt preis-leistungstechnisch nicht mehr. Das heißt, preis-leistungstechnisch ist eine 4080 deutlich schlechter als eine 4070 Ti oder eine 7900 XT. Das ist aber im High-End-Bereich normal und war auch in der Vergangenheit so. Je teurer ich werde, desto mehr zahle ich für immer weniger Mehrleistung. Ist leider so. Ist leider so. Kann man nichts gegen machen. Wir haben hier dafür 16 GB Videospeicher, was auch für 4K super ist. Wir haben nochmal eben diese 11% mehr Leistung, wo ich auch sage, hier ist gutes 4K-Gaming machbar. Gerade mit DLSS und so habe ich hier ordentlich Power. Das heißt, selbst wenn ich 4K Ultra zocken will, kann ich das mit diesen Karten problemlos machen. 1440p, 165 Hertz natürlich überhaupt gar kein Problem. Kann ich mit diesen Karten super machen. Ich habe die entsprechenden Nvidia-Features drin. Und wer sagt, ich sag mal so, wir kommen gleich noch zu 4090, aber da sind wir in einem ganz anderen Preisklasse. Wir haben PCs mit 4080, da sind wir preislich so 2400, 2350, so 2,3, zwischen 2,3 und 2,4 preislich. So, das ist jetzt nicht günstig, aber das ist noch ein Preisbereich, wo ich sage, als PC-Enthusiast kann man sich das noch leisten. Also, ja, es ist sehr viel Geld, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man ein Enthusiast ist, dann ist das noch was, wo ich sage, okay,
Das nimmt man mit, das kauft man, das geht noch preislich. Und wer in diesem Preisbereich eine der schnellsten Karten oder die schnellste Karte haben will, der ist hier richtig. Bei einer 4080 werden auch bei uns relativ gut verkauft, weil die Leute, die sagen, ah, 4090 ist mir dann doch zu teuer, ich möchte eine Stufe runtergehen, ist die 4080 eine gute Karte, weil man muss sagen, so, diese Karte verbraucht kaum mehr als eine 4070 Ti, also die hat offiziell einen TDP von 320 Watt, aber ich sag mal so, da sind wir im Spiel meistens so bei 280, vielleicht mal 290, also unter 300 Watt für diese Leistung hier. So, das ist also sehr, sehr energieeffizient, muss man sagen. Die Karten werden deswegen auch nicht besonders heiß und besonders laut, weil eben die Kühler sehr, sehr groß dimensioniert sind, der Stromverbrauch aber gar nicht so groß sind. Hier haben wir auch diesen neuen Stecker. Der macht aber nicht so viel Probleme, weil die Karte eben nicht so viel Strom zieht. Trotzdem bieten wir hier zum Beispiel, also wir verwenden hier gerne 850 Watt Netzteile, bieten wir hier Modelle an, die eben diesen neuen Stecker schon drin haben, auch der Optik wegen, dass das schöner aussieht. Ne? Das ist es für diese Karte, für die 4080 hier. Also meine Empfehlung, Leute, die, wenn ihr sagt, ich möchte schon richtig High-End haben, aber will jetzt keine 4000 Euro für einen PC ausgeben, bin eher so der Nvidia-Freund, dann ist das hier die richtige Karte für euch. Dann passt das, dann solltet ihr die 4080 nehmen. So, die nächste Karte ist die 7900 XTX. So, zack. Da haben wir diese Karte von ASRock hier. So, und hier kann man sagen, bei dieser Karte gibt es ein Riesenproblem, noch größer als bei der XT, mit den Standard-Designs. Also es gibt die XTX auch in diesem AMD-Standard-Design hier. Und da gibt es ein Riesenproblem mit dem Kühler. Und zwar ist es da wirklich extrem häufig der Fall, dass man eben diese 110 Grad Überhitzung, Runtertakten, Probleme hat. Wirklich sehr, sehr viele Leute sind davon betroffen. Es sind nicht nur Einzelfälle, es sind wirklich sehr, sehr viele Leute. Da gibt es anscheinend irgendeinen Produktionsfehler mit der Vapor Chamber, dass dann vielleicht nicht genug Flüssigkeit drin war oder so. Auf jeden Fall gibt es dort extrem große Probleme. Und ich würde euch absolut davon abraten, eines der Standard-Designs dieser Karte zu kaufen. Absolut. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Das ist, ja, also bringt euch halt nichts, wenn das Ding dann halt 110 Grad überhitzt und nachher noch davon kaputt geht oder runtertaktet, habt ihr nichts von. So, wie gesagt, da wir kein AMD-Partner sind, haben wir zu Launch eben diese Karten nicht bekommen und haben jetzt zum ersten Mal Ware bekommen, hier mit der XTX-Karten, und ich habe nur Custom-Designs gekauft. Das hier ist von ASRock, das Custom-Design, ne, könnt ihr hier sehen, Phantom Gaming ist das. Und ich finde, also schreibt mal eure Meinung rein, ich dachte erst, es wäre eine Asus Strix, wo ich das ausgepackt habe. Hier, also mit diesem Rot und Schwarz und diesen Lüftern und auch diese Schrift, die hier so steht. Ne? Also guck mal auch hier hinten, die Backplate. Also ich dachte erst, ich packe hier eine Asus Strix aus. Also ich finde, das Ding sieht optisch echt schön aus. Es ist auch ein großer Kühler. Und wie gesagt, mit den Custom Designs hat man keine Probleme. So, ich stelle die nochmal hier so ein bisschen hin. So, leistungsmäßig kann man sagen, man liegt eigentlich gleich auf mit einer 4080. Also wir haben 3% mehr Leistung als eine 4080. Das heißt, in dem einen Spiel ist die mal ein bisschen schneller, im anderen die. Da tut sich nicht so sonderlich viel. Also ja, 3% schneller ist minimal schneller, aber man kann da nicht sagen, die sind gleich schnell, die Karten. Das muss man sagen. Wir haben hier 24 GB Speicher, das ist natürlich sehr viel, aber ja, ob man das jetzt braucht, sei dahingestellt. Ich meine, haben ist immer besser als brauchen, keine Frage, aber braucht man jetzt nicht unbedingt direkt. So, wie ist es preislich hier? Diese Custom Designs liegen aktuell bei so 1400 Euro. Ihr bekommt aktuell diese AMD Designs schon für 1300, aber nicht kaufen, Hitzeprobleme. Und wenn ich jetzt mal so sehe, 1350 ungefähr, 1400, also 50 Euro mehr für 3% mehr Leistung. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, die ist jetzt scheiße.
es ist vielleicht noch gerade so im Rahmen, wenn man sagt, okay, ich will unbedingt AMD, kann man das machen. So. Allerdings muss man halt sagen, normalerweise, also wenn man jetzt die UVPs der Karte nimmt, müsste die halt bei, ich glaube, was ist die offizielle UVP? 1169 oder so. So zwischen 1150 und 1200. Wenn die Karte 1170 € kostet, dann sage ich euch 4080. Das hier, dann ist die auch im Vergleich zu Non-XT. Wenn ihr 100 € mehr zahlt für die XT, dann warum soll ich die Non? Also dann kann ich halt auch die XT kaufen. Ne? Aber dadurch, dass die halt für etwas über 1000 und die 1400 ist und der Leistungsunterschied halt so, also zwischen diesen beiden Karten ist irgendwie 15% oder sowas, ne? Und 350 € mehr oder sowas für 15% mehr Leistung passt nicht, ne? Also, wenn die Karte hier nur 100 € teurer ist als ein XT, auf jeden Fall die nehmen. Aktuell konkurriert sie preislich leider auch mit der 4080 und da kann man jetzt auch nicht sagen, dass die 4080 ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis hat im Vergleich zu dieser Karte hier. Na, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Das heißt, die Leute werden sagen, oh, viel zu teuer, 80er Karte, 1350 €, die alte 80er hat 6,99 gekostet. Das ist bei AMD das gleiche Spiel aktuell. Ja, es ist nicht geil, ja, bin ich bei euch, aber es ist halt so. Es ist halt mittlerweile so. Kann man nichts dran machen, ist halt so. Die Karten, das haben wir ganz so reinbekommen. Custom Designs. Da werde ich, bis das Video online sind, noch PCs mit erstellen, dass ihr da auf jeden Fall PCs kaufen könnt. Aber da wisst ihr bekommt auf jeden Fall ein Custom Design. Ihr bekommt kein Standard Design. Ihr bekommt auf jeden Fall ein Custom Design. Das ja, passt dann auf jeden Fall für euch. Da habt ihr also auf jeden Fall dann auch eine vernünftige Karte, wo ihr kein Hitzeproblem habt. Diese Karte ist natürlich genauso für 4K-Gaming problemlos geeignet. Und wenn ihr jetzt überlegt, will ich eine 4080 oder will ich eine 7900 XTX? Wenn ihr jetzt der Hardcore-AMD-Fanboy seid, ja, dann nehmt ihr sowieso die. Wenn man jetzt objektiv spricht, meine ehrliche Meinung, bei den aktuellen Preisen dieser Karte würde ich zu 4080 tendieren. Weil weniger, also hier, die Dinger gehen halt deutlich über 300 Watt Stromverbrauch und hier deutlich, also hier ist ein deutlicher Stromverbrauch. Das Ding verbraucht viel mehr Strom. Das heißt, ich spare hier Strom mit dieser Karte. So, ich habe Features wie DLSS drin, besseres Raytracing, NVENC und so weiter habe ich alles hier drin. Ich habe die, muss man sagen, stabileren Nvidia-Treiber hier drin. So, und ich zahle aktuell sogar noch ungefähr 50 € weniger für so eine Karte. Dann ist Nvidia. Sollte sich das Preis natürlich irgendwann einpendeln, dass man die Karte für 1150 bekommt, dann würde ich natürlich sagen, dann muss man sich überlegen, wirklich, ob man 200 € mehr für Nvidia-Features ausgeben will oder nicht. Dann ist die Karte natürlich top. Ne? Muss man ganz ehrlich so sehen. Ne? Aktuell ist es, ja, wenn ihr Hardcore-AMD-Fanboy seid, kann man die nehmen. Die ist jetzt auch nicht schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht besser als Nvidia. So. Wie gesagt, nur Custom Designs bei uns. Aktuell ist es ASRock Design, was meiner Meinung nach auch als Asus Strix durchgehen könnte. So, und dann kommen wir natürlich zum absoluten Endgegner hier: RTX 4090. RTX 4090 haben wir aktuell hier, MSI Gaming X Trio da, also wirklich krasse, fette Modelle. Also, ihr seht, dieser Kühler ist sowas von breit, das ist glaube ich schon fast 4 Slots hier. Also, wenn ihr euch das anguckt, ich meine, gut, 350 Watt verbraucht die Karte auch, riesengroß mit RGB und allem Bling Bling. Ne? Gaming X Trio ist wirklich schon eine sehr, sehr hochwertige Karte. Wir liegen preislich, also den Gaming X Trio kriegt man dafür nicht, aber so die ersten Kasten starten so bei 2050 €. Dafür bin ich ungefähr 20% schneller als eine XTX. Das ist jetzt natürlich 600 € mehr für 20% mehr Leistung. Nee, passt nicht. Ne? Also merkt ihr selber, preis-leistungsmäßig brauchen wir uns da nicht drüber unterhalten. Das passt nicht. Aber es ist halt die mit Abstand schnellste Karte. Und was hier drauf nicht läuft, läuft nirgendwo drauf. Ne? Das muss man natürlich auch so sagen. Das heißt, wer das aktuell krasseste haben will, da
kann AMD auch, also sie konkurrieren ja, sie konkurrieren gegen eine 4080, aber hiergegen können sie nicht konkurrieren. Wer das krasseste, fetteste, beste, schnellste Ultra haben will, ist mit dieser Karte bedient. Ich glaube, unsere PC starten so bei 3.500 Euro ungefähr. Ja, wenn halt so eine Karte schon über 2.000 Euro kostet, ist der PC halt entsprechend teurer. Und da bauen wir dann ja auch nicht einen i5-12400F ein oder sowas. Ne? Das macht ja auch keinen Sinn. Entsprechend teuer sind natürlich die PCs damit, klar. Aber dann bekommt ihr auch wirklich die maximale Performance. Ich würde das sinnvollerweise, ich sag mal so, wer nach Preis-Leistung geht, wird sich diese Karte nicht kaufen. Das ist wirklich was, wenn ihr sagt, ich will das Schnellste, ich habe ein sehr großes Budget, ja, das ist deine Karte. Und wie ihr seht, bei uns bekommt ihr auch nicht irgendeine Gammelkarte, sondern ihr bekommt hier eine krasse Gaming X Trio Karte. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Wir haben uns da nicht lumpen lassen und nicht irgendwelche Crap-Modelle besorgt oder sowas, sondern wirklich hier nur die krassen Modelle. Weil ich sage, wenn du so viel Geld für einen PC ausgibst, dann sollst du natürlich auch eine fette Karte hier bekommen. Das kann sich natürlich, wenn ihr das Video in 3 Monaten schaut, ändern. So, die ne, also Verfügbarkeit ist, also von den Karten ist 4090 die, wo Verfügbarkeit natürlich noch ein Thema ist. 7900XTX kommt jetzt langsam, wie gesagt, weil wir kein AMD-Partner sind, haben wir erst jetzt Ware bekommen. 4090 ist halt immer so eine Sache, dann kommen immer mal so Schübe an Ware, aber man merkt, dass die Leute sagen, ich will einfach das Krasseste haben, die kaufen sich halt eben diese Karte hier. Und ich denke auch nicht, dass das noch viel günstiger werden wird, weil es ist einfach das Krasseste, warum sollten sie den Preis senken? Die Leute kaufen es trotzdem und AMD hat nichts dagegen. Ist halt so. Wenn ihr das Krasseste haben wollt, könnt ihr diese Karte hier kaufen. Ihr bekommt bei uns im PC ein entsprechendes gutes Modell. Ja, das soll es auch mal so an Übersicht gewesen sein. Deswegen schreibt gerne rein, welche Karte ist die, die für euch am interessantesten ist und warum. Wenn ihr sonst noch Fragen zu unserem PC habt, schreibt es auch gerne rein, kontaktiert uns. Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei und checkt die PCs mit den verschiedenen Karten aus. Guckt, was da für euch dabei ist. Alles natürlich auch noch individuell konfigurierbar. Aber ich denke, jetzt habt ihr einen guten Überblick bekommen über die Karten, welche sich für wen lohnt. AMD, Nvidia, jeder hat so seine Vor- und Nachteile, worauf er achten muss, was er bei uns bekommt, wieso die Leistung ist. Und ich würde es jetzt sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag im weiteren Video. Ciao.